Hallo YouTube und seid recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Supermarkt Simulator. So, wir fangen an. Achso, wir müssen noch die Preise schnell erhöhen. Wir fangen an mit dabei, wieder im Hintergrund hört auch den Jay. Moin. So, das geht weiter in die nächsten Verkaufs. Wir müssen bloß noch schnell machen. Müsli und Zucker müssen wir teurer machen, aber ich glaube, das hatten wir eigentlich schon, ne? Aber wir schauen noch mal. Ich weiß jetzt nicht genau, das Zucker. Ne, haben wir noch nicht. 4,24. Müsli. Doch, das hatten wir schon. 5,62. Gut, aber ansonsten vergesst das Like nicht, meine Freunde. Schreibt gerne unten Kommentare unter. Wie würdet ihr immer hier weitermachen? Das war das. Schreibt drin. Lasst ja ein kostenloses Abo da für die Leute, die noch kein Abo da abonniert gelassen haben. Kostenloses. Ja. Dann würde ich sagen, hauen wir rein. Ja, Ziel ist es jetzt Ist auch wirklich. umsonst. Ist auch umsonst, genau. You know, ist ja kostenlos. Ziele sind jetzt natürlich, Leute, wie gesagt, die neue Lizenz. Wir brauchen eine neue Lizenz. Wir haben ja noch genug Platz hier in der Regale. Wir brauchen eine neue Lizenz und das ist jetzt das Ziel für den Tag hier zu erwirtschaften. Dass wir hier mal vorankommen. Und Regale sind auch hier noch da. Die können wir eigentlich auch schon weiter nach hier aufhören. Eigentlich auch schon einfach mal, wenn wir wollen. Anfangen hier ordentlich hinzustellen. Eins. Der Platz ist hier noch in unserem Supermarkt und leere Regale ist nicht gut. Limi sieht, dass hier leere Regale sind, dann gibt es wieder Ärger. Ganz schlimmer Finger. Na, ganz schlimmer Finger. Jetzt wieder hin auf den Sack. So, Lager Seta sieht gut aus. Das ist noch der Restbestand hier. Durch die Unordnung, aber das ist ansonsten sieht alles gut aus. Ordentlich nachgekauft, Regale auch alle voll. Das luppt. So, ich guck mal, heute jetzt ist das auf immer wieder heller. Ich verstehe das nicht. Das ist auch so. Ist der Laden dunkler? Keine Ahnung. Naja. So. Bitte. Wunderbar. Genau. Schön nochmal Sushi kochen und so. Das ist nochmal am besten. 45. Dreimal Müsli, wunderbar. Moussaka. Moussaka. $11,45 hier zurück. Siehst du, Black arbeitet und Black, der Bauer, der kauft und auch gleichzeitig ein. Mann. Wunderbar. Unglaublich, der Typ. Unglaublich. Ah, so. Gut. Das ist huge. Können wir dann eigentlich schon wieder ein bisschen Susu hier rinpacken? Oh ja, jetzt Susu ist leer, da kann man ja ein paar Kartons rinpacken. So. Sieht gut aus, aber wo ist noch die Milch? Traumhaft, Leute. Das gefällt mir. Wie gesagt, hier haben wir auch noch ein bisschen Platz im Bestand. Da könnten wir eigentlich auch anfangen, eigentlich mal mit die Wasserflaschen hier hinzupacken, das hochzupacken, weil ich glaube, da schaffen wir uns Platz und Joghurt könnten wir eigentlich auch ein bisschen weniger Platz machen. Dass wir noch Platz in die Kühlschränke kriegen. Würde ich mal einfach sagen. Das geht noch ein bisschen schmutziger.
sparsamer, weil diese, ihr seht, die Lagerarbeiter stehen noch rum, so viel. Haben die auch nicht. Wenn die Lager immer schön ordentlich befüllt sind, dann haben die dann irgendwann auch, dann sind die drin und dann kann die auch. Gut, wenn wir noch ein Sortiment machen, im Notfall können wir auch noch einen dritten einstellen. So viel kosten die ja nicht, die Lagerarbeiter. Warum zahlt kein Mindestlohn? Nö, extra unter Mindestlohn. Fürchterlich. Ist ja der Kiosk um der Ecke. Ja. Dann kriegt er. Oh, nee. Bitte einmal der Zoll in den Kiosk. Der Zoll, nein, nee. Lass den Zoll draußen. Kann man Finanzen überprüfen lassen? Nein. Ah. Was soll denn das? Wie gesagt, ihr könnt auch noch einen Kassierer einstellen. Ich mache das aber zu Jana einfach zwischendurch mit abzukassieren. Das macht echt Spaß. So ein bisschen Kundennähe suchen, Leute. Ne? Bei unserem kleinen Kiosk ist ja noch ein kleiner Kiosk. Ist ja noch kein. Also, naja, sagen wir mal. Ist schon ein größerer Kiosk, aber ein Mini-Supermarkt. Also Supermarkt kann man dazu jetzt noch nicht sagen. Tante Emma Laden, ne? Ja, so. Das ist so ungefähr so, ja. Hier könnten wir eigentlich noch 1B-Lichter einbauen. So, dann haben wir hier auf 95, 86. Kassiert auch gut ab. Also vom Kaufverhalten her ist das wirklich echt besser geworden. Das sieht gut aus dafür. Das war ja bloß eigentlich im Schnitt 2 Kunden mehr haben durch unsere Erweiterung mit dem Sushi und so. Haben wir eigentlich im Schnitt nur 2 Kunden mehr. Aber die Erträge sind jetzt ordentlich besser geworden. Der Umsatz ist deutlich nach oben gegangen. Das heißt, wir können uns immer besser erweitern. Aber eine Lizenz jetzt, die ist drin, die Lizenz, die wird es dann auch geben. Die werden wir gleich dann erweitern. Ja, das läuft doch. Ja, das läuft eigentlich gut. Wie gesagt, mir gefällt das auch so, wie das mit dem Supermarkt jetzt da steht. Wir müssen bloß später gucken, wenn der noch eins weiter nach hinten trainiert, dann werden wir die Regale von links nach rechts so stellen. Wenn da hinten aufgeht, dann schieben wir alles vor. Aber das gucken wir mal, wie die trainiert. Was wir brauchen, halt noch keinen Platz. Wir haben hier noch einen riesen Platz, wie ihr seht. Also hier erweitern den Laden brauchen wir auf jeden Fall ja nicht. Wir brauchen hier keine 4.000 Dollar investieren, obwohl hier noch genug Platz ist. Das Einzige wäre wirklich im Lager ein bisschen, aber da ist ja, wie ihr seht, haben wir auch Ordnung geschafft. Da ist auch noch Platz, das heißt, eine Lizenz können wir uns erstmal gönnen. So, dann können die hier erstmal schön weiter einräumen. Wunderbar, Regale alle voll. Kunden haben eigentlich alles gekriegt. Ist hier noch die Auswahl, da hat eins gesagt, wir werden hier ein bisschen Platz machen gleich und mit die Wasserflaschen werden wir Platz machen. Ist ja nicht, haben wir noch Wasserflaschen da? Ja, wir haben noch Wasserflaschen da. Da können wir nämlich für sorgen, dass wir. Das reicht halt noch leider nicht, was Schiete. Müssen wir noch ein bisschen mehr machen, dann laden die mir das wieder voll. Ne, wartet mal, wir können das ja einfach rausstellen. Wir nehmen die Wasserflaschen nicht. So. Joghurt, haben wir irgendwie noch Joghurt auf Reserve? Nee. Da müssten wir uns dann gleich später am zweiten Tag eine Packung selber kaufen, das was umräumen. Oder wir stellen das wirklich jetzt, also wir machen das wirklich so, Leute. Lass die da räumen ja noch weiter ein. Aber dafür halt keine Sodaflaschen, wa? Können ja aber trotzdem schon mal hier unten drin packen, dass wir dann hier oben grünet machen und da unten machen wir das. Dann haben wir einen Schrank nur mit die Wasserfächer, Leute. Sollte eigentlich eine gute Idee sein. Müssen wir gleich, das machen wir jetzt erstmal hier weg. So.
müssen wir nächsten Tag nochmal grüne Wasser kurven. Was wir das umgeräumt kriegen. Gut. Ja, lass die mal noch ein bisschen räumen hier, genau, die räumen hier noch alles nach. Wunderbar. Alles, was da ist im Lager. Oh, Kiste wegschmeißen, der Herr. Tust du jetzt noch Kuchen und so, genau. Ja. Können die alles noch mal nachräumen hier. Super. Ja. Genau, auch Müsli. Gut, was holt der jetzt noch? Okay. Hier oben sind auch noch Wasserflaschen drin. Dann machen wir das hier weg. Ich doch noch mal eins, die doppelte Sachen aus Versehen drin gemacht. Da ist noch mehr Platz im Lager hier. So, und dann sollte eigentlich alles nachgeräumt sein, ne? Räumen die jetzt noch hier? Cola-Flaschen drin. Moussaka, Alter. Moussaka müssen wir auch stoppen. Das ist hier geht ja nicht, Alter. Viel zu viel Moussaka, Leute, Mann. Da können wir auch Platz schaffen. Das ist unser nächstes Ziel, dass wir da Ordnung drin kriegen mit den Joghurt Moussaka weniger machen. Weil das ist echt crazy. Das ist halt wirklich echt crazy. Sacker werden wir erstmal nicht nachkurven. Und hier von dem brauchen wir auch nichts hier. Von Jakobsmuscheln, aber gut, die könnten wir eigentlich drei lassen. Aber hier Moussaka und Joghurt wird erstmal nicht nachbestellt. Lassen wir erstmal leer kurven, dass wir da reichen drei Fächer von. Wie gesagt, Wasser geht dann darüber. Grüne Soda geht nach oben, wenn das leer ist. Ja, und da die Dings, das schaffen die. Ist so in Ordnung. Gut. Genau, dann haben die alles nachgeräumt. Dann können wir sagen, können wir den Tag beenden. Wir hatten 42 Kunden, keine Beschwerden. Minus von 122 durch die Bestellkosten, weil ich Fisch und so ordentlich nachbestellt habe. So. Jetzt hast du keine Beschwerden, dann machst du noch Minus, ne? Na. Und wenn Beschwerden sind, machst du Plus, ne? Naja. Merkst du was? Merkst du was? So muss das sein. Ha? So, Kuchen ist um 3 Cent teurer geworden. Wunderbar, danke. Danke, liebes Spiel. Sehr großzügig. Sushi Kleen ist teurer geworden, das ist auch gut. So. Gut, Sofka. Jo, und irgendwas war noch Kaffee, glaube ich. Kaffee oder Tee, Leute, ist teurer geworden. Ich glaube, Tee war das, ne? Tee ist teurer geworden. 6,76. Upala. 6,76. So. Gut, wie gesagt, wir brauchen eigentlich so viel ja nicht nachbestellen, weil alles im Lager ist, soweit. BB und weil wir auch dafür haben, wie gesagt, Wasser und Joghurt wird erstmal ja nicht nachbestellt, aber wir brauchen eigentlich ja nicht nachbestellen. Das ist alles da, Leute. Gut, ein bisschen Öl vielleicht, aber. So, wir bezahlen die Rechnung. Und wir holen uns Lizenzen. Das wird wohl nach 3 Tagen automatisch gebucht, aber wie gesagt, ich möchte da keine Jäger haben hier im Bankkredite. So. Ich würde wirklich gerne, aber ich weiß nicht, wie teuer ist denn die nächste Lizenz. Die werden ja auch immer teurer, die kosten später 12.000, die Lizenzen. 750 Mozzarella, Parmesan, Honig, Thunfisch, Viererpackung, Eier, Puderzucker. Oder wir holen uns hier Toilettenpapier. Oder wir holen uns hier ein bisschen Klosachen drin. Wir können aber auch Butter, Müsli, Hähnchen holen. Aber wenn wir uns jetzt die Lizenz kurven, dann können wir nicht mehr viel nachkurven. Ich glaube, das ist ja nicht so gut. Dann können wir die Produkte ja nicht so kurven, weil Geld ja nicht reicht. Können wir noch einen Kredit aufnehmen? Ja, ne? Ja, wir könnten uns einen Kredit aufnehmen.
Das machen wir. Wir zahlen das auch gleich zurück innerhalb von 5 Tagen. Der läuft nur 8 Tage. Und dann nehmen wir ein Darlehen auf nochmal in Höhe von 2000, dass wir auch Produkte dafür kaufen können. Und dann würde ich sagen: Honig, Thunfisch, Eier, Puderzucker, Mozzarella. Das machen wir. Der Toilettenpapier und Reiniger, ich glaube, da kommen wir noch nicht. Ja, komm, wir nehmen das da. So. Also. Dann gucken wir von hier ins Meer. Erstmal. So, und davon Sphere. Dann sortieren wir das mal im Laden ein, dass die Lagerarbeiter wissen, wo das hinkommt. Und zwar, Dr. Limmy hat diese. Oh, Alter, guck mal, da kriegst du. Hä? Da kriegst du bloß 2 Stück im Regal? Klopapier. Alter, wie viel brauchst du denn davon? Wie viele Regale? Die nehmen ja richtig Platz weg. 1541. Was ist denn das für ein Quatsch? Krass. So, dann nehmen wir hier Meister Propper. Meister Propper ist für alle da und April wie Priel. Stellen wir dahin. Hier kommt die zweite Reihe von dem hier hin. Krass, da kannst du die ganze Lager alleine nur Klopapier bestücken. Das ist ja krass. So clean fresh hier. Clean fresh packen wir dann schon mal ins Lager rein. Das sieht aus wie Deo. Wie gesagt, das zieht ja naja, natürlich auch noch Kunden, die dann nebenbei auch noch ein Toastbrot mitnehmen und so, weil jetzt halt hier auch schöne Toilettenartikel gibt, ne? Zieht der neue Kunde. So, meine Freunde, das sieht gut aus. Dann haben wir das alles bestückt. Dann werden wir bloß noch die Preise machen. Dann gucken wir gleich nochmal für das Lager nach. So, das ist hier. Das kostet 3,05. Ist aber auch teuer, Toilettenpapier, muss man ehrlich sagen. 12 Dollar noch was. Ja. So, 4 Dollar. Das sind die großen Rollen. 4,73 Dollar. Denk an vor 3 Jahren, mit Klopapier kannst du Millionär werden. Ja. Oh ja. Klopapier, Mehl und Nudeln. Alter, 2054. Junge, 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 Junge. VIP-Ecke hier. 6 Dollar und 6. So, meine Freunde, haben wir das alles schon mal einsortiert. 15 Dollar der Toilettenpapier und so, das ist alles sortiert. Cool, das sind dann die neuen Lizenzen. Sehr schick. Das sieht gut aus, haben wir gut gemacht. Cool. Dann würde ich sagen, Leute, schauen wir mal in der nächsten Folge. Aber wie das dann abgeht hier, wir werden auf jeden Fall gleich nochmal was kurz für das Lager kaufen, dass wir was nachbringen können und dann Toilettenpapier auf jeden Fall. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Produkte, genau. Supi. Ja, und dann bestücken wir noch kurz hier ein bisschen was und noch fehlt da, aber nicht mehr viel. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge ab, wie das. Dann haben wir unsere neue Lizenz. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und dann liken nicht vergessen, ne? Schreibt in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und tschüss. Tschüss.